Ich habe heute Marc Bierdert zu Gast. Er ist der Kandidat der CDU. Er hat letztes Jahr hier, oder letzt, bei der letzten Wahl hier, das Mandat geholt. Er hat schon bei Daimler gearbeitet, wie das hier schon viel üblich ist. Im Bundestag beschäftigt er sich unter, unter anderem in dem Bereich Digitales und Arbeit und Soziales und ist nebenberuflich unter anderem auch Dozent. Herzlich willkommen, Marc Bierdert. Schön, dass du da bist. Hallo Samuel Deutsch und hallo Samuel. Da wir uns ja schon ein bisschen kennen, glaube ich, können wir uns auch duzen. Genau, genau. sehr gerne. Das freut mich auch. Erstmal will ich dir Danke sagen für deine Arbeit im Bundestag. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass Leute da Verantwortung übernehmen und mhm. da bereit sind, die Entscheidung zu treffen und da nicht irgendwie rausgehen und so. Auch wenn es natürlich viele gibt, die da irgendwie gerne andere Sachen hätten. Ähm, kannst du wahrscheinlich ein Lied davon singen? Will ich das einfach mal nochmal kurz hier wertschätzen und Danke sagen Danke für deine dir. Arbeit? Danke dir, Samuel. Und ich glaube, so die letzten vier Jahre, jetzt war ich ja vier Jahre lang Abgeordneter in Berlin im Deutschen Bundestag, ich glaube, ich bin schon noch ein bisschen älter geworden, vor allem auch reifer, weil natürlich diese Last, aber auch natürlich diese Kreativität, die man im Deutschen Bundestag hat, die ist enorm. Aber gerade natürlich durch Pandemie und Hochwasser, was wir jetzt haben, zeigt es eben auch, dass es eben nicht immer nur Freude ist, sondern eben auch harte, harte Arbeit war es mal irgendwann an dem Punkt, wo es zu harte Arbeit war, wo du gesagt hast, das will ich mir jetzt nicht noch mal vier Jahre geben? Na also den Punkt hatte ich zum Glück nie, aber natürlich die Pandemie. Wer hätte schon gedacht, dass wir jemals mal eine Pandemie hätten? Vor vier Jahren hätte noch keiner gewusst oder viele hätten gar nicht gewusst, was Pandemie eigentlich bedeutet. Nein, aber das hat mir schon in den letzten zwei Jahren gezeigt, wie verletzlich auch wir als Menschen sind, auch wir als Deutsche, wir als Europäer und die ganze Welt. Aber trotzdem habe ich immer ähm, ähm, geglaubt, dass wir das auch hinbekommen. Und deswegen gab es jetzt nie den Moment, wo ich gesagt habe, ich schmeiße alles hin. Im Gegenteil, gerade wenn es schwierig wird, will man ja richtig anpacken. Ja, auf jeden Fall. Und das ist eine sehr gute Einstellung. Äh, da wollen wir auch später noch mal ein bisschen mehr darüber reden, wie es denn genau weitergehen könnte. Ja. Ähm, erstmal noch so ein bisschen eine Frage: Wie fühlst du dich im Bundestag? Also, ist es eine Atmosphäre, wo du dich wohlfühlst? Fühlt sich das an wie Arbeit? Oder? Mhm. Also es ist beides. Erstens ist es Leidenschaft. Ich habe ja, über viele, viele Jahre, fast 20 Jahre lang äh, Politik als Hobby gemacht. Ich war Gemeinderat ja in meiner Geburtsstadt in Böblingen und habe dann eben einen Vierjahresvertrag bekommen, befristet äh, auf vier Jahre und durfte dann Berufspolitiker werden. Ähm, nein, es war viel Leidenschaft, es war viel Arbeit. Aber es war vor allem jeden Tag was Neues zu lernen und viele, viele Menschen treffen und viele neue Menschen erleben. Und von daher bin ich jeden Tag dankbar, wenn ich aufstehe und in den Deutschen Bundestag hineinlaufen darf. Du bist ja dann auch in Berlin. Was sagt da deine Familie dazu? Oder wie kriegst du die beiden ja, Sachen unter einen Hut? Das ist Samuel gar nicht so einfach, denn äh, man kann so sagen, ich bin sechs Monate in Berlin und ich bin sechs Monate hier zu Hause bei uns im Landkreis Böblingen. Am Stück. Äh, genau, nee, also nicht am Stück, sondern wir haben ja immer zwei Wochen Sitzungswoche und zwei Wochen sind wir dann zu Hause im, im, im Landkreis und hier bei mir ja im Landkreis Böblingen. Ich wohne auch weiterhin hier. Ich wohne in Böblingen mit meiner Familie und somit bin ich halt alle zwei Wochen nicht da. Und das ist natürlich schon für eine Familie, für eine Partnerschaft, aber auch für Freunde und Verwandte sicherlich nicht ganz einfach und vor allem ja auch für mich. Aber ich glaube, viele Jobs haben positive und negative Seiten. Und das, ja, das Rumreisen, beziehungsweise auch diese zwei ja, Lebensmittelpunkte, einmal der Landkreis Böblingen und äh, Berlin, aber das kriegt man gut hin. Und äh, äh, ich glaube, äh, das ist trotzdem eine große Dankbarkeit, diesen Job, diesen Beruf Bundestagsabgeordneter machen zu dürfen. Was treibt dich dann an, also auch diese ganzen Opfer zu bringen und so? Ähm, das ist eine ganz einfache äh, Antwort, die Demokratie. Also ich bin vor, ja. 20, 21 Jahren äh, ja, in die Junge Union eingetreten, in die Jugendorganisation der CDU. Und warum bin ich eingetreten? Weil ich was verändern wollte und weil ich die Demokratie, so wie wir sie haben, nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten möchte. Denn Demokratie ist nicht selbstverständlich. Und ich möchte einfach, dass es in diesem Land allen Menschen gut geht. Ja? Also deswegen Wohlstand für alle. Ich finde, das hat äh, damals Ludwig Erhard richtig gesagt. Nicht Wohlstand für Einzelne, sondern Wohlstand für alle. Und so sehe ich auch meinen Auftrag als Politiker einer Volkspartei eben, versuchen es allen Menschen, die Anliegen an die Politik haben, aber eben für das gesamte Land eben auch eine gute, faire und vor allem eine Politik zu machen, die auch in die Zukunft schaut. Hast du da deine eigenen Erwartungen erfüllt? Also, jetzt also für mich war immer ganz klar, ich will ein guter, direkt gewählter Abgeordneter sein. Also sprich... Der Landkreis Böbling, meine Heimat, unsere Heimat, dafür will ich arbeiten, kämpfen, jeden Morgen aufstehen, weil wir jetzt ja heute hier in Herrenberg auch sind. Ich bin da echt ein bisschen stolz darauf und weil das eine harte Arbeit war, eben 4 Millionen Euro für den Fruchtkasten zu bekommen, der ja hier in Herrenberg ist und der jetzt ja modernisiert werden soll. Und schon allein dafür, dass das geklappt hat, hat sich schon gelohnt, die vier Jahre. Hammer, das freut mich zu hören. Jetzt will ich ein bisschen über die, deine Partei reden, die mhm. CDU. Ähm, da geht ja jetzt eine Ära zu Ende. Ich meine, dass Merkel angetreten ist, da war ich noch sieben Jahre alt und 1,80 groß. <laughs> ähm, was kommt da auf die CDU zu als Veränderung? Also, du hast jetzt richtig gesagt, die CDU war die erste Partei in diesem Land, die eine Frau als Kanzlerin aufgestellt hat und die eben jetzt auch 16 Jahre lang Kanzlerin war. Ich kann dir nur sagen aus meinen eigenen Begegnungen mit der Kanzlerin, mit Angela Merkel. Das ist eine beeindruckende Frau. Es ist eine beeindruckende Politikerin und vor allem es ist eine Demokratin einfach durch und durch. Die liebt die Demokratie und sie wollte genauso wie ich, glaube ich, ist ihr, Antrieb, ihr großer Antrieb auch immer wieder diese Demokratie zu verteidigen aber du hast recht, äh, sie wird dann im September äh, Geschichte sein, sie wird in die Geschichtsbücher eingehen und trotzdem wird die CDU weiterhin äh, arbeiten, wird die, wird die CDU weiterhin Politik machen und ich glaube, es ist für die CDU auf der einen Seite ein Neustart, aber auf der anderen Seite vergessen wir natürlich nicht, äh, was die Kanzlerin, was Angela Merkel einfach auch Gutes für das Land für die CDU, aber glaube ich auch für alle Menschen geleistet hat. Und an dem Erbe wollen wir natürlich weiterarbeiten, aber wir müssen auch ein paar Dinge neu machen. Deswegen Neustart. Kannst du noch ein Beispiel nennen? Also ich glaube, dass Angela Merkel natürlich auch durch die Krisen, die sie hatte, sie hatte die Finanzkrise, wir hatten die Flüchtlingskrise, jetzt haben wir die Pandemie. Ich glaube, sie war einfach in der Zeit immer eine perfekte Krisenmanagerin. Aber sicherlich sind dann auch Sachen liegen geblieben, weil wenn man eine Krise hat, dann macht man keine anderen Sachen. Auch die Politik hat nur 24 Stunden. Ich glaube, wir müssen beim Thema der Digitalisierung. Aber wie machen wir diesen Staat nicht nur digital, sondern auch ein bisschen agiler und schneller? Ich glaube, das sind so Sachen, die können wir jetzt gut äh, auch in Angriff nehmen. Und das wird auch so ein bisschen meine persönliche Agenda dann im neuen okay. äh, Bundestag sein: diesen Staat agiler, schneller und vor allem ein bisschen effizienter zu machen. Also da sind schon die ersten Weichen gelegt. Ja, klar. Sehr gut. Das freut mich. Was wird an der CDU unterschätzt? Also es gibt ja jetzt viele, die die CDU kritisieren. Die wirst du, denke ich, auch hören, diese Stimmen. Ja, das ist immer so. Wir sind stärkste Partei, auch Stand heute, die Umfragen zeigen. Und auch in den letzten Jahren waren wir immer die stärkste Kraft in diesem Land. Das ist nicht selbstverständlich, aber natürlich, wenn man stärkste Kraft ist, dann muss man auch Kritik aushalten von der Opposition, von den Medien, von den Bürgern. Und das ist auch gut so, denn auch wir machen nicht alles richtig. Und wir sollten immer wieder Sachen, die Sachen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, dass man Lessons Learned macht. Also sprich immer wieder zu lernen, was kann ich aus meinem Verhalten, aus der Vergangenheit besser zu machen. Und ich glaube, dass die CDU da sehr willig ist, denn ein großer Vorteil der CDU ist, wir haben alles bei uns. Wir haben, wir haben die Professoren, wir haben die Facharbeiter, ja? wir haben die Krankenschwester, wir haben den Unternehmer, wir haben den Arbeitnehmer, wir haben den Selbstständigen, wir haben den Programmierer. Alles das spiegelt die CDU wieder und wir wollen eben für alle Menschen da sein. Dass es manchmal auch schwierig ist, allen gerecht zu machen, aber die CDU hat schon den Anspruch, dass es in diesem Land den Menschen gut geht, egal woher sie kommen, egal wie viel Geld sie haben und egal welche Bildung sie haben. Und das ist schon eine riesige Aufgabe, das sagt sich jetzt so einfach, das jeden Tag neu zu gestalten, ist schon eine riesige Kraftanstrengung. Aber das ist der Grund, warum ich gerne in der CDU bin. Und wir werden zwar nicht überschätzt, aber auch nicht unterschätzt. Ich glaube, man sollte uns einfach sehen, wie wir sind. Wir sind Menschen. Wir machen Dinge richtig, wir machen Dinge falsch, denn wir kochen alle nur mit Wasser. Und die CDU kocht auch nur mit Wasser. Aber wir gucken immer, dass das Wasser nicht überkocht, aber auch nicht zu kalt wird. Auf jeden Fall. Dankeschön. Ähm, dann will ich dich als nächstes bitten, ein paar Punkte zusammenzufassen von deiner Website und deinem Programm, weil nicht jeder sich die Zeit nimmt und die Zeit hat, ja. sich das alles durchzulesen. Jetzt hast du auf deiner Website einen Punkt zu Transparenz. Ja. Kannst du da ein bisschen erzählen, was steht da drin und warum hast du diese Seite? Ja, also es war mir von Anfang an sehr, sehr wichtig, Samuel. Ich wollte zeigen, wenn ich jetzt Berufspolitiker bin, ja, diesen Vierjahresvertrag von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen habe, dann möchte ich auch vier Jahre lang wirklich nur das machen und auch keine äh, Nebeneinkünfte haben. Du hast es ja selber gesagt, ich habe noch einen Lehrauftrag an der Universität Stuttgart. Da haben wir uns beide ja auch zufälligerweise kennengelernt. Ähm, das mache ich aber aus hoher Leidenschaft. Äh, Dafür kriege ich 500 Euro für das Semester. Aber ansonsten arbeite ich wirklich nur für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Böblingen und eben im Bundestag. Und die Transparenz zeigt eben, dass ich keine anderen Nebeneinkünfte habe. Ich bin noch im Kreistag, aber das mache ich im Ehrenamt, also hier im, im Kreistag in Böblingen. Aber ich habe noch keinen anderen, der mir noch Geld bezahlt, beziehungsweise wo ich noch woanders Geld herbekomme. Und das habe ich auch nicht zu verstecken, sondern ich mache, bin da ganz transparent. Deswegen auch diese Transparenz-Sparte auf meiner Homepage, damit eben alle Bürgerinnen und Bürger sehen können, dass ich mit diesem Gehalt, was ich von den Bürgerinnen und Bürgern bekomme, mit ihren Steuergeldern, die Diäten, dass ich davon lebe. Dass ich, davon kann man gut leben. Ich glaube, Politiker sind nicht unterbezahlt. Und das von, von daher war mir immer ein wichtiges Anliegen, das klar und deutlich auch zu nennen. Ja, danke schön. Es war ein anderer Punkt noch auf der Website, und zwar die richtigen Rahmenbedingungen für mobiles Arbeiten schaffen. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Naja, das hat uns ja die Pandemie gezeigt, dass auf einmal Digitales ja doch möglich ist. Zoom und WebEx gab es, glaube ich, schon ein bisschen länger als vor der Pandemie, aber jetzt haben wir es auch mal wirklich genutzt. Und ich glaube, die Politik und wir als Deutscher Bundestag müssen jetzt die richtigen Rahmenbedingungen setzen, auch für die Zukunft. Ich glaube, wir werden hybrid arbeiten. Also wir werden weiterhin online, so wie wir jetzt, ja. Also wir wollen online raus in die Welt, aber sitzen uns jetzt hier real gegenüber, weil wir ja auch getestet, geimpft oder genesen sind, also die drei Gs haben. Und trotzdem glaube ich, dass beides wichtig sein wird, online und offline. Aber dafür müssen wir die richtigen Rahmenbedingungen stellen. Deswegen bin ich auch gegen eine Homeoffice-Pflicht. Denn ich glaube, das Homeoffice darf nicht das alleinige Merkmal von Arbeit sein, sondern beides. Und deswegen ist für mich Zukunft der Arbeit eigentlich das Mega-Thema der nächsten Jahre. Wie gestalten wir die Arbeitswelt? Auch das Thema Arbeitszeitgesetz. Das heutige Arbeitszeitgesetz, Samuel, ist von 1996, das letzte Mal reformiert worden. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch rangehen. Ja, auf jeden Fall. Aber ist das nicht mit der Homeoffice-Pflicht nur gemeint in Bezug auf die Corona-Pandemie? Naja, die Frage ist ja, aber wie gehen wir jetzt nach der Pandemie damit um? Und ich habe so ein bisschen von den Kolleginnen und Kollegen der SPD gehört, sie würden gerne eine Homeoffice-Pflicht auch generell einführen wollen. Da bin ich klar dagegen und die CDU und die CSU auch weil wir sagen, wir sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam entscheiden und eben beides muss möglich sein, offline zu arbeiten, online zu arbeiten, eben dann in einem hybriden Modell. Ja, okay, danke schön. Jetzt hast du, habt ihr im Programm den Punkt digitale Transformationsoffensive. Ja. Hast du da auch ein bisschen mitgestaltet? Ja, ich habe ja an diesem Buch, deswegen habe ich ja vorhin schon mal den Begriff Neustart äh, gebracht. Wir haben ein Buch geschrieben, schon vor der Pandemie. Das waren äh, insgesamt 64 äh, Bundestagsabgeordneter der Union, also CDU und CSU. Und wir haben uns Experten aus der Verwaltung mit dazu geholt, die uns gesagt haben, Mensch, wir haben viele coole Ideen in der Schublade, wie wir diesen Staat ein bisschen schneller, ein bisschen agiler machen können und eben digitaler. Und das versuchen wir in diesem Buch auch zu skizzieren. Jetzt nicht groß äh, als, als Lehrmeister, wie man alles besser machen kann, sondern sehr praktisch orientiert. Also wie können wir diesen Start einfach ein bisschen schneller machen, damit eben die Bürgerinnen und Bürger sehen, man kann trotz mit einer funktionierenden Bürokratie, und ich bin ein großer Verfechter von Bürokratie, weil Bürokratie schützt uns vor Korruption zum Beispiel, ja? aber dass wir diese Bürokratie ein bisschen effizienter gestalten. Da haben wir in diesem Buch viele Vorschläge gemacht. Ich habe da auch ein bisschen mitgeschrieben, wie wir es vor allem für Start-ups leichter machen können, in Deutschland zu gründen. Nachher aber auch erfolgreich zu sein in der ersten und zweiten Finanzierungsphase. Habt ihr das Programm dann quasi, in, also das Buch in das Programm übernommen? Oder wie habt ihr das also nicht, nicht zu 100 Prozent, weil natürlich äh, da auch in einer großen Partei wird natürlich über manche Themen dann natürlich auch gestritten, was das Richtige auch ist. Aber äh, wir können, glaube ich, mit, mit Stolz sagen, dass viele Punkte und viele Vorschläge jetzt aus dem Buch Neustart, wo wir mitgeschrieben haben, eben jetzt auch im Wahlprogramm der Union der CDU und CSU auch mit eingeflossen ist. Kannst du da einen Punkt nennen? Also zum Beispiel, wir wollen das Thema der Rentengerechtigkeit, also dass wir die Rente auch ein bisschen neu gestalten. Deswegen haben wir uns da entschieden, eben auch ähm, beim Thema dem, diesem Drei-Säulen-Modell, wir haben ja die äh, die staatliche Rente, dann die betriebliche Rente und eben die private Altersvorsorge. Und wir wollen noch so praktisch eine 3B-Variante machen, also in diesem Drei-Säulen-Modell dass wir als Staat jedem Neugeborenen einen bestimmten Betrag aufs Konto legen, aber dann eben nicht auf ein normales Konto, sondern kapitalgedeckt in Fonds anzulegen, um dann mit diesem Geld zu arbeiten und dann eben noch eine Dreieinhalb-Säule zu haben, dass mit eben das Thema der Altersgerechtigkeit, aber eben Rentengerechtigkeit dann eben auch umgesetzt werden kann. Und das ist damit eingeflossen. Okay, dann Dankeschön für deine Antworten. Ich würde jetzt so ein bisschen zum Schwerpunktthema kommen und zwar, wie soll es nächstes Jahr weitergehen, mhm. nach Corona, mit Corona? Gibt es da von eurer Seite so verschiedene Pläne? Also so ein bisschen so, wenn dieser und dieser Zustand ist, dann passiert das und das? Oder mhm. ist das so ein bisschen, man schaut, was kommt und man fährt auf Sicht? Also erstmal, wir wissen nicht, was kommt. Ich weiß es nicht, du weißt es nicht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen nicht, was passieren wird. Das ist natürlich auch immer, Politik lebt natürlich auch von dem Momentum. Aber natürlich müssen wir natürlich schon auch planen und reagieren. Also, sprich, das Aller, Allerwichtigste, glaube ich, um wieder in eine richtige Normalität zu kommen, so wie wir sie vielleicht mal früher gekannt haben, ist, dass wir jetzt die Menschen noch zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Wenn nur, wenn wir eine Herdenimmunität hinbekommen, dann werden wir wieder auch ein normaleres Leben führen können. Und deswegen glaube ich, muss gerade auch vor und nach der Bundestagswahl das Thema des Impfen noch mal ganz hoch priorisiert werden, weil wenn wir dann in den Winter kommen und wir dann wieder hohe Infektionszahlen haben und eine Überlastung des Gesundheitssystems, dann stehen wir wieder in einem, ja, in einem Korridor zu sagen, müssen wir jetzt wieder einen Lockdown machen. Und ich glaube, keiner von uns, keiner von uns will noch mal einen Lockdown. Aber deswegen müssen wir jetzt für das Impfen werben und dann müssen wir, All die Sachen, die wir in der Pandemie gelernt haben, was gut gelaufen ist, der gesellschaftliche Zusammenhalt zum Beispiel, aber auch was schlecht gelaufen ist, Thema Digitalisierung an Schulen, da müssen wir jetzt einfach auch sagen, was lernen wir daraus und was machen wir besser dann für die nächsten Jahre. Da gibt es ja nicht verschiedene Szenarien, dass man sagt, wenn man jetzt Herdenimmunität erreicht hat und die Corona-Zahlen sinken, dass man dann sagt, man macht dann das oder wenn jetzt rauskommt, dass man obwohl man geimpft ist, immer noch äh, sich infizieren kann und dann das auch weitergibt. Ähm, so was, was ist dann, gibt's da nicht irgendwie Pläne oder so? Naja, die Pläne kannst du ja nur machen, wenn die Wissenschaft dir sagt, wenn ein Geimpfter weiterhin andere Menschen infiziert, beziehungsweise auch wieder selbst krank werden kann, dann müssen wir natürlich uns überlegen, noch einen besseren Impfstoff. Deswegen das Thema der, der Auffrischungsimpfungen. Oder eben auch zu überlegen, wie kann man mit weiteren Hygienestandards, ja eben Lockdowns und eben ein normales Leben weiterhin aufrechterhalten, um eben dann aber auch keine Lockdowns zu verwirklichen. Aber nochmal, das sind alles Sachen, die jetzt, sage ich mal, noch im Ungewissen sind, weil wir noch nicht alle wissenschaftlichen Daten haben. Schön. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, wenn es dann so kommt, dann machen wir es so. Ich glaube, Politik muss schon eben auch auf Sicht fahren, aber um natürlich auch zu überlegen, welche Szenarien könnten kommen. Aber nochmal, ich glaube, dass das Impfen die wichtigste Maßnahme ist, um wieder Normalität, vor allem im Alltags-, Schul- und Berufsleben, hinzubekommen. Ja. Hast du da eigentlich auch selber mitgeredet oder was war da dein Part oder dein Input in den Gesprächen jetzt über, äh, über oder zur Corona-Pandemie und zu den naja, Maßnahmen? Da ich in der Regierungspartei war, CDU. War natürlich für uns ein, ein ganz großes Thema? Jeden Dienstag Fraktionssitzung mit der Kanzlerin, mit Jens Spahn und eben mit, mit, mit allen Unionsabgeordneten haben wir jedes Mal hart diskutiert, um natürlich auch die richtigen Entscheidungen dann auch zu treffen und das dann auch den Regierungsmitgliedern mitzugeben. In meinem Bereich, ich bin ja Arbeitsmarktpolitiker, wir haben an dem Thema Kurzarbeitergeld ganz stark gearbeitet damit das eben gut funktioniert und ich glaube das ist eine Erfolgsgeschichte wo uns viele viele oder fast alle Länder der Welt beneiden dass wir so ein gut funktionierendes Sozialsystem haben so ein gut funktionierendes Kurzarbeitergeld und eben auch mit den wirtschaftlichen Hilfen die wir hatten und äh, ich glaube, da muss man schon wirklich mal sagen, das hat kein anderes Land so wie wir hinbekommen, viele Menschen aufzufangen, die nicht mehr arbeiten konnten oder nicht mehr arbeiten durften, indem wir sie eben mit diesem Sozialstaat und mit den Hilfen, mit dem Kurzarbeitergeld eben dann auch über diese schwierige Zeit helfen. Und wir werden natürlich auch nach der Pandemie noch einigen Branchen helfen müssen, zum Beispiel die Eventbranchen, die Messenbetreiber. Die werden schon noch eine Zeit lang nicht den gleichen Umsatz machen können. Deswegen müssen wir auch da noch ein bisschen Geld aufheben, damit wir auch diesen Branchen erstens helfen und vor allem, dass sie überleben können, wenn es dann wieder nach oben geht und die Pandemie hoffentlich vorbei ist, dass die mit dann auch weiterhin die Arbeitsplätze erhalten können und weiterhin Steuern bezahlen können und weiterhin ja. Umsatz machen können. Ja, jetzt hast du ja das Finanzielle ein bisschen angesprochen. Was ist der Plan? Wie sollen die Schulden zurückgezahlt werden? Also, du hast jetzt auch, mhm. sag ich mal, es wurde jetzt viel Geld mhm. ausgegeben. Ähm, Gibt es da schon irgendwie ein Konzept oder einen Ansatz? Ja, das einfachste Konzept, Schulden zurückzubezahlen, ist, dass viele Menschen äh, arbeiten. Weil, wenn viele Menschen arbeiten, zahlen sie Steuern. Äh, das kommt den Kommunen zugute, das kommt. Dem Land zugute und das kommt eben dann auch dem Bund zugute. Wir müssen eine gute Wirtschaftspolitik machen und wir müssen den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Großkonzernen wie den Mittelständlern, wie auch den Soloselbstständigen, die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und damit sie ihre Arbeit äh, aufrechterhalten können, damit sie neue Arbeitsplätze schaffen und somit dann dem Staat helfen durch dieses geld die dann durch steuereinnahmen kommen die schulden auch abzubezahlen. also ich glaube wirtschaftlicher wachstum ist die beste lösung um schulden zurückzubezahlen und wir müssen uns schon natürlich überlegen für was können wir alles geld ausgeben? Ja? das wird ja immer wieder mit der schwarzen null argumentiert. ich glaube dass die schwarze null immer noch sehr sexy sein kann denn ich glaube das kennst du selber auch wenn man 100 euro hat sollte man auch nur 100 Euro ausgeben? Man kann schon mal auch einen Kredit aufnehmen und das machen wir ja auch als Staat und das haben wir in der Corona-Krise auch gemacht, aber man sollte trotzdem den nächsten Generationen nicht zu viele Schulden überlassen. Deswegen Wirtschaftswachstum und auf die Ausgaben schauen und richtig das Geld, was wir haben, zu investieren in Zukunftstechnologien und eben in neuen Arbeitsplätzen. Du hast jetzt die nächste Generation angesprochen und ja vorher auch gesagt, dass du in den Gesprächen mit auch dann dabei bist in der Nähe der ja. Fraktion. Welche Rolle spielt da die Generation, die jetzt kommt? Also, ich glaube, jede Generation ist wichtig. Ähm, jetzt bin ich äh, oder werde jetzt bald 42 Jahre alt, also ich bin jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste, ja. Es gibt ja auch noch jüngere Kollegen, auch bei mir in der Fraktion. Ähm, aber mir ist genauso wichtig, was die älteren Kollegen sagen. Also was Wolfgang Schäuble zum Beispiel sagt, der ja schon viel, viel länger in der Politik ist. Ich glaube, wichtig ist, und deswegen ist ja auch in, in der Union immer schon der Ausgleichgewissen zwischen Jung, Alt, Mann und Frau, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Selbstständigen und Angestellten, damit wir eben alle im Blick haben und dass wir von allen lernen, was sind denn die wichtigen Weichenstellungen, die wir jetzt eben auch machen müssen. Deswegen zu sagen, jetzt übergeben wir alles nur den Jungen und jetzt übergeben wir alles nur den Alten, wäre falsch. Ich glaube, wir müssen gemeinsam dieses Land weiterentwickeln und ich glaube, damit haben wir die besten Voraussetzungen, um Deutschland, ist ein erfolgreiches, ist ein reiches, ist ein stabiles Land und ich glaube, das sollten wir dann auch ähm, für die nächsten Jahre erhalten, aber vor allem die nächsten Generationen, die dann, wenn wir beide schon gar nicht mehr leben ja. und beim lieben Gott sind, dann irgendwann mal, ja. dass dann die auch die Möglichkeiten haben, auch weiterhin... Auf diesem Planeten und deswegen ist auch das wichtiger das Thema Umweltschutz, Ökologie, Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist eben nur, Samuel, nicht nur Ökologie, sondern Nachhaltigkeit ist auch in den Finanzen, Nachhaltigkeit ist auch in der Rentenpolitik. Weil ich glaube, wir müssen ein gesamtes Spektrum der nächsten Generationen übergeben. Ja, klar. Kannst du jetzt nochmal, also was ja jetzt auch viele Jugendliche gibt und Kinder, die auch jetzt eine schwere Zeit hatten während ja. der Pandemie. Ähm, da nochmal so ein bisschen sagen, so wie, ähm, was kamen da für Punkte auch in den Gesprächen auf? Ja. So was ist da, was wird da wahrgenommen als mhm. in der Politik und was ist da euer Anliegen? Also, ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die wir jetzt haben, ist, den Menschen und den Jugendlichen und Kindern jetzt auch Hilfe zu geben, sie zu unterstützen die vielleicht gar nicht so im Blickpunkt sind. Also Familien, die vielleicht im achten Stock im Hochhaus wohnen, auf nicht so vielen Quadratmetern wie die Familien vielleicht in einem Einzel äh Einfamilienhaus oder in einem Reihenhaus, die vielleicht ganz anders mit dieser Krise umgegangen sind, sondern dass wir eben auch diesen Jugendlichen und Kindern helfen. Deswegen glaube ich, ist das Thema der Schulsozialarbeit in den nächsten Jahren ein ganz wichtiges Thema, wo wir auch Geld investieren müssen, damit wir eben den Jugendlichen und Kindern dort auch helfen können, die in der Pandemie wirklich vielleicht auch ja, schlimme Sachen erlebt haben zu Hause, ähm, damit wir eben dort eben auch punktuell nicht nur sagen können, hier gibt es eine Geldzulage, äh, sondern wir müssen, glaube ich, auch diesen Menschen helfen mit Gesprächsangeboten. Äh, Deswegen ist, glaube ich, die Schulsozialarbeit, der Schulpsychologe da eine ganz wichtige okay. Stellnummer da. Und das ist was, was man dann quasi auch über die Politik finanzieren kann. Ja, klar. Kann. Also das kann man erstmal über die Politik initiieren und dann natürlich auch sagen, kann man ja. Anreize ja. dafür schaffen, für Bund und Länder ja. ähm, eben dann auch solche Programme dann auch durchzuführen. Man braucht ja noch die Psychologen. Ja, genau. Die dann da sind. Ähm, ja, sehr gut. Ähm, Nochmal ein Thema, was glaube ich auch viele interessiert, so wann ähm, kannst du sagen, ab wann die Grundrechte so ein bisschen, also ab wann man Grundrechte wieder zurückgeben kann an Geimpfte, auch an Nicht-Geimpfte? Oder sind, ist das Ziel, das zusammen zurückzugeben? Sagen wir, ja. Die Frage, die wird ja. uns in den nächsten Tagen, jetzt haben wir noch 47 Tage bis zur Bundestagswahl, also Stand heute, wo wir uns heute hier treffen in Herrenberg, ich glaube, das wird noch eine ganz spannende Diskussion werden. Ich plädiere schon dafür, die Menschen, die sich impfen lassen könnten, und jetzt haben wir ja auch genug Impfstoff da, also der Impfstoff ist da, damit eben die Menschen auch sagen, die sich nicht impfen lassen wollen, dann müssen wir den Menschen auch sagen, dann müsst ihr für die Tests aber selber bezahlen, ja? weil das kann nicht alles die Allgemeinheit übernehmen. Weil so mehr wir Menschen haben, die geimpft sind, umso schneller können wir eben auch Freiheitsrechte zurückgeben. Übrigens glaube ich, die meisten Freiheitsrechte sind jetzt auch da. Alle können wieder raus. Es gibt keinen Lockdown. Aber trotzdem müssen wir weiterhin vorsichtig bleiben, damit wir eben nicht in einen Lockdown wiederkommen, weil dann müssen wir wieder Grundrechte einschränken. Und ich glaube, das will keiner von uns. Also vielleicht auch mal sehr deutlich gesagt: Kein Politiker, den ich kenne, auch über alle Parteien, will einen Lockdown. Keiner. Sondern ein Lockdown ist immer das letzte Mittel der Wahl, um eben die Überlastung. Das Gesundheitssystem der Intensivstation zu verhindern. Und deswegen, ähm, ich appelliere jetzt nochmal, ich habe schon ein paar Mal jetzt gesagt: impfen, impfen, impfen. Bitte lasst euch alle impfen, die noch nicht geimpft sind. Sehr gut. Ähm, dann komme ich zur nächsten Rubrik. Wir haben so ein bisschen eine Schnellfragerunde. Jetzt hast du ja. ja viele auch lange Sätze drin gehabt. Ja. Und es ist auch gut, wenn du lange redest, dann ja, ist weniger gut. Fragen. Ähm, aber genau, unsere äh, Serie heißt komme auf den Punkt. Mhm. Ähm, und da würde ich dir einfach ein paar Fragen stellen und du kannst äh, schnell antworten. Let's go! <laughs> Bist du für ein Tempolimit auf der A81? Nein. Okay. Ähm, was kommt auf jeden Fall, wenn die CDU mitregiert? Ähm, dass wir weiterhin Arbeitsplätze schaffen und vor allem Arbeitsplätze der Zukunft. Für wen machst du Politik? für alle Menschen, die, die in diesem Land leben und für alle Menschen, die in Europa leben und für alle Menschen, die auf der Welt leben, weil ich will eine friedliche Welt haben. Wie war bei dir die Impfung? Hast du eine Impfreaktion gehabt? Also beim ersten Mal nicht. Also ich habe auch BioNTech bekommen, aber beim zweiten Mal, da war ich gerade im Bundestag. Ich glaube, das war die letzte Sitzungswoche. Da hat es mich wirklich ein bisschen reingehauen. Ich habe mich dann zweimal so ein bisschen in meinem Büro im Paul-Löbe-Haus auf den Boden gelegt, um ein bisschen die Augen zuzumachen. Aber nach zwei Stunden war es dann gut und dann bin ich wieder ins Plenum gegangen zum Abstimmen. Schlag. Glaubst du, dass die sogenannte gendergerechte Sprache sich durchsetzen wird? Ich glaube, dass der Mensch, also wir alle, das selber sehr genau einsetzen werden, wo wir es für richtig verhalten und wo wir es nicht für richtig verhalten, werden wir es nicht einsetzen. Deswegen, ich glaube, es wird sich nicht komplett durchsetzen. Ich finde es auch jetzt auch nicht gut, dass wir es in jedem Gesetz oder in öffentlichen Ausschreibungen mit reinnehmen. Ich glaube, gendern hat seine Berechtigung, aber bitte mit Augenmaß und ein bisschen auch mit Herz und Bauch und Gefühl. Ich glaube, dann kriegen wir das auch hin. Ja. Jetzt noch eine bisschen offenere Frage. Was wirst du oder was will die CDU für uns in Herrenberg verändern? Also, wie wollt ihr quasi den Alltag von den Bürgern in ganz Deutschland, aber auch jetzt quasi für uns, was auf uns Auswirkungen hätte, was wollt ihr da anpacken? Ja. Also, ich glaube, das, das, das der wichtigste Punkt ist eben, dass wir. Ähm, Wohlstand erhalten und Wohlstand erhalten nicht durch Verzicht oder auch nicht durch, nein, jetzt müssen alle was abgeben, sondern wir sollten Wohlstand erhalten durch, durch Technologiefreundlichkeit, nicht Technologieoffenheit, weil das sagen ganz viele Politiker. Ich möchte Technologiefreundlichkeit, damit wir eben mit neuen Technologien ähm, das Leben noch besser, die Umwelt noch besser schützen können und damit man in Herrenberg, in Kuppingen, in Oberjesingen, äh, in, in Teilfingen, äh, überall gut leben kann, genauso wie man in Böblingen, in Sindelfingen, aber auch in Hamburg und in Berlin gut leben kann. Ich möchte, dass man in ganz Deutschland die genau gleichen Lebensverhältnisse hat, wenn wir nie hundertprozentig hinbekommen, aber das Ziel muss es sein, dass man in ganz Deutschland gut leben kann und dafür will ich Politik machen und dafür wird sich auch die CDU weiterhin in Herrenberg, aber auch in ganz Deutschland einsetzen. Was ist der Unterschied zwischen Technikfreundlichkeit oder Technologiefreundlichkeit und Technologieoffenheit? Ja, äh, Freundlichkeit heißt, damit man eben alle Technologien, die es gibt, erstmal mit einem freundlichen Gesicht anlächelt. Und nicht im vorhinein sagt, nee, dich gucke ich gar nicht an oder dich schaue ich böse an, sondern man muss mit einem Lächeln auch an sowas rangehen, an Wissenschaft, an neue Forschung. Und Offenheit ist so, naja, ich bin mal offen, aber vielleicht nur für die eine Teil der, der Wissenschaft, sondern nein, wir müssen für alle offen sein. Deswegen Technologiefreundlichkeit ja. äh, mit einem Lächeln äh, entgegenzuwirken, glaube ich, ist manchmal klüger, ähm, als äh, ja, ein grimmiges Gesicht zu machen. Wie wirst du in dem Kontext mit China umgehen? Ich meine, wir haben ja jetzt 5G und auch andere Geschichten. Ja. Äh, welche Rolle spielt das in diesen Planungen? Naja, also äh, China äh, ist da. <laughs> China wird es auch immer weiterhin geben. Und äh, äh, die Chinesen äh, das sind auch ein tolles Volk. Äh, mit bei der Regierung kann man sich manchmal äh, wundern, was diese da so machen. Aber nichtsdestotrotz ist China ein großer und wichtiger Partner für uns, auch wirtschaftlich gesehen. Also viele Autos, die hier auch bei uns im Landkreis Böblingen produziert werden, in Sindelfingen beim Daimler, werden auch in China gekauft und auch dann gefahren. Deswegen, ich glaube, wir sollten weiterhin einen, einen Dialog mit China führen, aber natürlich auch kritisch bleiben. Und wenn es dort Menschenrechtsverletzungen gibt, sollten wir die auch klar und deutlich ansprechen. Aber man muss immer unterscheiden, es gibt die Regierung in China und es gibt die Menschen. Deswegen habe ich gesagt, also ich kenne kenn keinen Chinesen, der mir jemals irgendwie böse entgegengekommen ist. Nein, sogar im Gegenteil, die Chinesen und Chinesinnen, die ich kennengelernt habe, sind sehr freundliche, sehr höfliche und sehr disziplinierte Menschen und, und sehr, sehr offene Menschen. Und man darf sie nicht gleich mit der Regierung über einen Kamm scheren. Deswegen sollten wir China weiterhin offen begegnen, aber auch mit der Regierung kritisch bleiben. Mhm. Und jetzt in Bezug auf 5G. Naja, also 5G ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass wir 5G hier bei uns im Land auch durchsetzen. Also sprich, die Funkmasten, die wir bauen müssen. Wir werden mehr Funkmasten brauchen. Da müssen wir auch Akzeptanz in der Bevölkerung schaffen. Und es ist dann jetzt erstmal zweitrangig, wer der Anbieter ist, sondern wir müssen erstmal die Technik da haben. Ich habe jetzt auch nicht so Angst vor ausländischen Mobilfunkbetreibern. Ich glaube, die wollen letztendlich alle Geld verdienen. Das ist auch in Ordnung. Und wenn sie sich nicht an unseren Datenschutz halten, an den europäischen, an den deutschen Datenschutz, dann werden sie eben mit der Politik Probleme bekommen. Und ich glaube, das kann man dann schon alles gut regeln. Auch wenn es ein chinesischer Staatskonzern ist? Naja, äh, dann kann man auch dem sagen, wenn du hier bei uns Gewinn machen willst, hast du dich an Regeln zu halten. Also man kann, glaube ich, schon als Politiker klar und deutliche Ansagen machen äh, und man kann auch Druck ausüben. Ich habe jetzt aber nicht Angst, dass dieser Mobilfunkkonzern irgendwie ganz böse Absichten hat. Also ja. da bin ich auch ein bisschen ja. optimistischer, dass die einfach auch ihren Job machen wollen. Und wenn sie es nicht tun, und deswegen schon mit einem sehr klaren Blick auch auf diese Mobilfunkanbieter oder auf diesen einen, den du jetzt meinst, den werden wir natürlich schon auch ganz genau beobachten. Und der muss sich an die Regeln halten, wie wir alle auch und wie unsere Mobilfunkanbieter auch hier in Europa. Das ist ja schon eine digitale Transformation, die du ansprichst. Ja. Wie wirst du erreichen, dass es da auch genug Menschen gibt, die in dem Feld arbeiten? Also, ich glaube, das Wichtigste ist die Ausbildung. Also, sprich, wir, wir brauchen gut ausgebildete Software-Ingenieure, wir brauchen gute Entwickler. Wir brauchen aber vor allem ein Mindset, das junge Menschen oder auch Menschen, die vielleicht auch schon älter sind, sagen, hey, ich gründe noch mal eine Firma, weil ich eine tolle Idee habe. Also sprich, ich glaube, wir müssen den Menschen auch wieder zuzutrauen, dass sie einfach gründen wollen. Deswegen brauchen wir ein Gründerzeitalter. Wir brauchen wieder diese Bosch. Das waren ja auch mal ein Startup. Also Bosch war mal ein Startup. Daimler auch war ein Startup. Und ich glaube, wir müssen das wieder ein bisschen mehr herausheben, dass wir in Deutschland so viel kluge Menschen haben, so viele fleißige Menschen. Es ist übrigens auch nicht wichtig, ob jemand Abitur hat oder ob er studiert hat, sondern das Wichtigste ist immer, er will was leisten. Und dafür steht eben auch die CDU. Wir wollen, jeder in diesem Land kann etwas erreichen, er muss nur wollen, und wir geben ihm dafür die Rahmenbedingungen. Ähm, Gibt es da konkrete Rahmenbedingungen jetzt für Leute, die ein Startup gründen wollen? Naja, es gibt viele Möglichkeiten, wie man ein Startup gerade am Anfang finanzieren kann. Ich glaube, da haben Länder und der Bund gute Programme, wie man eben ein Startup auch finanzieren kann. Aber die viel wichtigere Frage ist, wenn man ein Startup erfolgreich ist. Ja, also die ersten Kunden sagen: hey, cooles Produkt oder coole Dienstleistung. Und dann in die zweite, dritte Finanzierungsphase, da brauchen wir mehr Geld. In, in dem System, in, bei den Start-ups. Aber das kann nicht alles der Staat machen. Wir müssen auch ähm, den, den Menschen in diesem Land, die vielleicht auch zum Beispiel Geld geerbt haben, zu sagen, hey, ähm, äh, leg dein Geld nicht nur in Beton und in Wohnungen an, sondern lege dein Geld in junge Köpfe, in junge Firmen äh, und investiere da. Das ist in Israel, in Amerika vielmehr noch schon, sage ich mal, gelebte Kultur, dass die Menschen eben dort auch ihr Geld in junge Menschen investieren. Und ich glaube, da müssen wir als Politik noch ein bisschen besser die Rahmenbedingungen dafür aufrechterhalten. Was heißt das konkret? Also gibt es dann irgendwie so einzelne Programme oder? Genau, also wir haben so also auch vor, dass wir dieses ganze Start-up-System erstens leichter zu gründen, ja? also sprich, wir wollen diese ganzen bürokratischen Hürden ein bisschen gerade auch mit Digitalisierung weiter nach unten bringen, aber wir wollen eben auch den Anreiz für Leute, die Geld investieren in Start-ups, eben dann auch attraktiv machen, auch ein bisschen mehr Sicherheit geben, damit es dann eben auch attraktiv wird, dort auch Geld zu investieren. Vielen Dank für deine Antworten. Ich würde dann jetzt auch schon zur Abschlussfrage kommen, und zwar: Wieso bist du der richtige Kandidat für Herrenberg? Also, weil ich ganz arg viel Leidenschaft habe, weil ich jeden Tag dazulernen will, weil ich nie sage, ich weiß schon alles, und weil ich glaube, dass die Demokratie Menschen braucht, die mit Kopf, Verstand, Herz, Bauch, arbeiten wollen und das mache ich. Ich versuche, alle diese Elemente einzuschalten und ich habe Gottvertrauen. Ich glaube, dass wir auch eben jemand haben, der auf uns schaut und deswegen gehe ich da mit vollem Elan dran und deswegen glaube ich, dass ich nicht vielleicht der Beste bin, aber ich bin einer, der sehr viel arbeiten will und vor allem, der immer lernen will. Dann danke für deine Antworten. Gibt es jetzt noch irgendwas, was du loswerden willst, was ich jetzt nicht gefragt habe? Nein, ich will dir erstmal danke sagen und deinem ganzen Team, weil alles, was ihr hier aufgebaut habt und vor allem die ganze Technik und äh, alle, die da hier im Umkreis sitzen, ja, äh, herzlichen Dank an euch alle und äh, danke an die Zuschauer. Ich finde, dass es ein ganz, ganz tolles Format ist und äh, danke auch an dich, Samuel. Ich weiß, dass du da ganz viel Leidenschaft reinsteckst. Also einfach nur danke an euch alle. Dankeschön. Dann danke, dass du da warst und ich wünsche dir einen erfolgreichen Wahlkampf und überarbeite dich nicht. Ja, vielen Dank Samuel und alles Gute auch dir. Danke, dass du es im Video bisher geschafft hast. Wir hoffen, du hast einen guten Einblick über den Politiker bekommen. Um nichts weiteres zu verpassen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Bis dahin, ciao, ciao.